Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Wolf und Würfelig Shorts, und zwar in dieser völlig verbuggten Chunk Error Welt. Naja, eigentlich ist dies ja meine Bauhauptwelt und ich habe die, glaube ich, noch nie auf YouTube wirklich präsentiert, außer vorhin im Infovideo, aber das war ja, also da konntet ihr zwar das Schloss in der Welt sehen, aber die Welt selbst sieht man eigentlich nicht wirklich. Und ich habe die Welt mit World Painter erstellt und ja, dann habe ich das Ganze gemerged mit meiner bevorstehenden Welt und dann sind solche Bugs bei rausgekommen, wie hier so ein Block, so ein Chunk, der da eben noch drin steckt, und zwar nur, weil da noch ein paar Blöcke drüber waren oder so, und das ist eben schade, aber naja, also ich werde hier wahrscheinlich noch ein bisschen dran arbeiten müssen, bis das Ganze überhaupt brauchbar ist, weil eben World Painter mir hier ein paar Probleme gemacht hat. Und hauptsächlich ist die Welt flach, weil das eben eine Stadt wird. Aber hier gibt es ein paar Berge und dort steht mein allererstes Wolf und Würfelig Projekt. Denn an alle meine neuen Abonnenten, ihr habt das gar nicht mitbekommen, aber hier liegt quasi der Beginn mit Wolf und Würfelig und der liegt auch schon ein Jahr nach meinem eigentlichen YouTube-Start. Das heißt, diese Zitadelle hat wirklich quasi, ja, erinnerungswert. Und dafür, dass sie sicher schon ein Jahr alt ist, finde ich sie gar nicht schlecht. Ich meine, meine Möglichkeiten waren damals auch noch ein bisschen begrenzter. Das heißt, gut, die umgedrehten Treppen gab es, aber ich glaube, es gab noch keine Slabs, die man nach oben platzieren konnte. Das heißt, ich hätte jetzt hier nicht noch sowas hintun können oder so. Und dementsprechend ist das alles natürlich nicht so detailverliebt, wie man das heute machen könnte. Außerdem hatte ich auch noch nicht so viel Bauerfahrung, all das spielt da natürlich mit rein. Und ja, ich wollte jetzt an dieser Zitadelle weiterbauen, beziehungsweise sie endlich mal beenden. Und zwar fehlt hier oben, hier wo diese Fläche ist, noch ein Turm. Und diesen Turm wollte ich jetzt in diesen Folgen bauen. Und auch wenn es Wolf und Würfelig Shorts ist, es geht trotzdem immer über mehrere Folgen, in dem Fall eben, bis ich diesen Turm fertig gebaut habe. Und ich hoffe, das möglichst schnell getan zu haben. Und dabei das Ganze auch noch möglichst interessant gestalten zu können. Und ich weiß aber nicht genau, wie lange es braucht. Ich vermute, es dauert nicht allzu lange. So wie ich mich jetzt vom Bautempo her kenne. Wobei das ja meistens, man unterschätzt sich da selber, man denkt danach, ich baue jetzt 10 Minuten, dann baut man eine halbe Stunde und denkt, wow, man, was hat man alles geschafft. Und wenn man währenddessen versucht zu kommentieren, dann merkt man, wie lang eigentlich die Zeit sein kann. Und das hier gefällt mir eigentlich ganz gut. Vielleicht könnte man sogar fast was Ähnliches da hochbauen. Auf alle Fälle, bevor ich damit jetzt anfange, wollte ich jetzt hier noch kurz schauen, denn das Conquest Texture Pack ist zwar cool, ist aber irgendwie so ein bisschen kriselig, da sieht man nicht so gut die Strukturen und deswegen gefällt mir das so, glaube ich, fast besser. Das ist jetzt das Teveran Texture Pack. Damals begonnen habe ich den Bau mit dem Sex Texture Pack und ja. Und ich glaube, die Sex Texturen sind auch die einzigen, die wirklich noch beliebt sind und nicht irgendwann so an Interesse verloren haben, also das ist, glaube ich, wirklich das meistgenutzte Texture Pack, aber damals war das noch gar nicht so extrem beliebt, von daher, ja, damals war das noch eher neu, als ich das dann verwendet habe. Ich hatte das von Jolly Old Brits oder wie die heißen. Das sind übrigens, glaube ich, auch Admins von Hive, weiß ich nicht genau. Ich kannte die eigentlich vor allem wegen den Musikvideos, die ich richtig cool fand, und ja. Und ich muss jetzt kurz überlegen, wie ich das eigentlich machen möchte, denn ihr müsst euch das anschauen, so sieht das eigentlich schon relativ fertig aus, wie ich finde. Und jetzt muss ich natürlich in meinem neuen Stil trotzdem versuchen, das Ganze noch passend zu gestalten mit einem kleinen Turm da oben. Weil ich einfach finde, wenn da kein Turm ist, dann fehlt doch irgendwie was, wenn man da drüber fliegt. Und außerdem sieht es ganz cool aus, wenn da noch was Hohes ist. Und ich glaube, ich fange erstmal an mit so einer Art Fundament aus Cobblestone. Und erstmal zähle ich, glaube ich, ab, wie breit das Ganze hier ist. Denn 4, 5, 6, 7, 8, 9 müssten das sein. Ja, 9. Und in die Richtung sind es dann
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 auch. Da habe ich das alles schon mal schön quadratisch vorgeplant. Das passt doch. Und ja, ich vermute, dass ich das hier noch eine Reihe nach hinten setzen werde. So, also. Na, ich bin heute auch noch nicht so ganz im Bauen drin überhaupt. Das Kommentieren fällt mir gerade etwas schwierig. Etwas schwierig. Genau. Daran sieht man es schon wieder. Ich weiß nicht, was heute los ist, aber irgendwie, ja, ist das nicht so. Bin ich heute nicht ganz so gesprächig. Aber ich hatte tatsächlich heute mal Lust, was aufzunehmen und hatte sogar Zeit. Und deswegen musste ich jetzt einfach was aufnehmen. Anders geht es gar nicht. Und ich finde ganz cool, dass ich jetzt zum ersten Mal, glaube ich, gestern oder vorgestern, also übers Wochenende auf alle Fälle, wieder Abonnenten dazu gewonnen habe. Das heißt, bislang hatte ich immer Abonnenten verloren nach meiner langen Inaktivitätsphase. Das heißt, das war so bei 1120 und dann waren es irgendwann 1117, 16, 15, dann mal wieder 20. Aber jetzt sind es 25, also 1125 und das finde ich cool. Und warum baue ich jetzt hier unten? Ich glaube, das ist so ein Reflex, wenn ich irgendwo eine Baustelle sehe, ändere ich die ganze Zeit meinen Bauort. Ja, aber trotzdem, also ich finde cool, dass es jetzt mit dem Channel wieder so ein bisschen bergauf geht. Und ja, mal schauen. Mal schauen, wie es mit dem Channel so weitergeht. Ich habe nämlich heute wieder festgestellt, es ist doch zeitlich echt eng. Das heißt, ich habe halt heute ganz normal Schule gehabt und jetzt habe ich Pause und auf morgen muss ich noch so viel für die Schule machen. Das ist leider nicht mehr feierlich. Denn ich bin es eigentlich gewohnt, dass ich für die Schule eigentlich fast nichts machen muss, da ich einfach ein relativ guter Schüler bin und das auch meistens hinkriege, ohne da jetzt extrem viel lernen zu müssen. Und jetzt habe ich noch ein halbes Jahr bis zum Abi und jetzt kriege ich es halt auch mit der Angst zu tun wegen Physik und so, weil das alles nicht so einfach ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ja, jetzt muss ich halt auch wieder anfangen zu lernen und das nervt ein bisschen und ich bin nicht so der motivierteste Lerner. Denn an sich, was mache ich denn heute? Heute bin ich ja ganz hibbelig. Nochmal. Also, denn, worauf wollte ich hinaus? Irgendwas mit der Schule. Es ist echt nicht zu fassen, wie müde man manchmal nach der Schule ist. Da kann man sich nicht einmal mehr aufs Reden konzentrieren. Naja, auf alle Fälle ist das alles ein bisschen schwieriger, als ich dachte. Und irgendwas hatte ich gerade gesagt und ich weiß es nicht mehr. Das ist echt mysteriös. So, bauen wir hier ein kleines Fenster ein. So. So. Ja, keine Ahnung, wie irgendwie. Muss halt. Also der Mittelalter-Stil ist jetzt nicht unbedingt der Stil, der mir am ehesten liegt. Das heißt, da gibt es bestimmt Leute, die besser bauen können. Ich halte mich jetzt auch nicht unbedingt für den allerbesten Bauer. Nur eben vielleicht im Vergleich. Also wenn man sich anschaut, was das für ein Mist gibt, da kann jeder, der halbwegs was Schönes auf die Reihe bringt, sich schon als überdurchschnittlichen Bauer bezeichnen. Von daher, naja, andere Leute sind eben moderner, bauen vielleicht nicht so, sondern eben mit etwas mehr Stein und etwas weniger Detail. Das ist dann modern und praktisch orientiert. Denn ein Haus muss ja heutzutage nicht mehr schön sein. Man baut einfach irgendwelche Scheißklötze hin und die prägen dann das Stadtbild. Zumindest hat man das eine ganze Zeit lang so gemacht und auch heute noch gibt es genug hässliche Gebäude. Was ich zum Beispiel so komisch finde, man hat, glaube ich, in Dresden war das, eine Synagoge quasi so zum Gedenken für den Holocaust der Dresdner jüdischen Gemeinde gespendet oder so, wie auch immer. Auf alle Fälle ist das einfach nur ein Klotz. Ihr müsst euch das mal. Also ich habe
Ich habe das nicht mehr ganz genau in Erinnerung, wie das wirklich aussieht. Ich glaube, da ist noch irgendwie so ein bisschen so eine Musterung drin oder so. Aber hauptsächlich, was erstmal ins Auge fällt, ist, dass es einfach nur ein Klotz ist. Einfach nur ein verdammter Klotz. Und ich verstehe nicht, welche Architekt überlegt sich sowas und welche Gemeinde nimmt denn sowas an als ein... Ich baue doch jetzt keinen Klotz als eine Kirche oder Synagoge oder Moschee oder was auch immer. Also, ich weiß auch nicht. Irgendwas habe ich wohl verpasst, was so in der Mode ist, offensichtlich. Aber ich kann es echt nicht nachvollziehen. Und nehme ich vielleicht das helle Holz? Es ist eben echt schwierig, das Ganze hier so passend zu dem Rest der Zitadelle zu machen. Aber man muss sich ja mal überlegen, zu der Zeit hat man die Sachen ja so Stück für Stück gebaut. Da darf der Turm jetzt auch ein bisschen anders aussehen. Ich kann mir auch mal anschauen, was ich hier eigentlich so alles gemacht habe. Ich sag mal, das sieht schon alles gar nicht schlecht aus dafür, wie alt es ist. Ich finde sogar, das sieht ziemlich gut aus. Bin ich von mir selbst überrascht. Nur der Teil sieht nicht gut aus. Also das hier, müsste das eigentlich, das dürfte nicht einfach weitergehen. Das schaut nicht gut aus, dass das einfach weitergeht. Da müsste man irgendwie die Struktur ändern oder so. Ich weiß auch gar nicht, es sieht überhaupt nicht so aus, als wäre das jetzt hier die neueste Version. Denn wenn ich mir das hier anschaue, hier ist einfach so ein klaffendes Loch. Und ich erinnere mich gar nicht daran, dass ich diese Löcher hier so dagelassen habe. Aber ich vermute, dass ich da einfach dann hier die Lust verloren habe und dann keine Videos mehr drüber gemacht habe, sondern gesagt habe, ja, ich mache das jetzt zu Hause alleine weiter offscreen. Und natürlich habe ich das nicht gemacht. Natürlich habe ich dann einfach das Projekt stehen lassen. Das heißt, jetzt geht's onscreen weiter, damit das Ganze hier mal so ein bisschen Fahrt aufnimmt, das Projekt. Und jetzt ist die Frage, mache ich quasi, also ich habe mir überlegt, die eine Möglichkeit wären so Steinfenster mit so Holzumrahmung, die schmuckhaft aussehen soll, oder eher ein Holzfenster mit Steinumrahmung. Aber ich glaube, ich mache das so. So. Und dann ziehe ich hier so ein Steinfenster hoch. Ich glaube, ich mache das Ganze gotisch, dann kann ich nämlich auch noch hier in der Mitte noch so eine, na, nicht sowas, sondern so eine Säule bauen. Dann kann ich euch mal was zeigen. Einen coolen Trick. Naja, also, cooler Trick ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber kann euch halt was zeigen. Und zwar, ein gotischer Bogen ist ja eigentlich so ein Spitzbogen und das kriegt man jetzt so im Kleinen nicht wirklich hin. Aber was man machen kann, oder was ich halt gefunden habe, ist, dass wenn man jetzt sowas hat, dass wenn man hier so einen draufsetzt, dann hat das hier nahezu die Form von so einer Treppe. Das heißt, wenn man die so aneinander setzt, entsteht so ein nahezu gotischer Bogen an der Stelle. Ist mir mal so aufgefallen. Und ich sag mal, das fällt dann auch fast keinem auf, dass das nicht ganz perfekt ist. Und dann sieht es halt von der Ferne relativ detailgetreu nach so einem gotischen Bogen aus. Vor allem, wenn man da noch so kräftige Kontraste drumherum bringt. Wobei ich jetzt natürlich nicht so stark mit den Kontrasten hier spiele. Und dann ist halt nur noch immer die Frage, wie man das da oben macht, ob man dann... Das nehme ich jetzt gerade auch nicht. Oder vielleicht doch so. Ah, das ist halt alles. Ja, so ist vielleicht am schönsten. So ganz zufrieden bin ich damit jetzt nicht. Aber es wird ja auch nur ein kleinerer Turm hier am Rand.